Hallo Freunde, hallo Kollegen, willkommen. Darf ich euch mein neues Projekt vorstellen? So sieht das alles aus. Das ist jetzt ein Stukan ISP Clock. Mit dem Projekt können Sie immer die aktuelle Zeit auf Ihrem Computertisch haben. Grundsätzlich wird das Projekt als Computertisch-Projekt positioniert. Wir haben hier sieben Segmentanzeige mit präziser Zeit. Mit dem Projekt habe ich zwei unterschiedliche Projekte zusammengeschraubt. Eine kostenpflichtige und eine kostenlose Version. Mit der kostenlosen Version bekommen Sie halt die Uhr und die Möglichkeit, Zeitserver und Zeitzone frei zu programmieren. Die kostenpflichtige Version besteht aus einem Mikrocontroller, das Sie von mir bekommen. Genaue Informationen finden Sie auf meiner Webseite und auf dem Webinterface von dem Core. Zu dem Display selbst. In der kostenlosen Version bekommt man halt einfach die Zeitanzeige. In meiner zweiten Version bekommt man alle 30 Sekunden Wochentag, Datum, Monat und das Jahr angezeigt. Die Vorderseite habe ich aus einem grauen PLA gedruckt. Die Rückseite, die ich jetzt zeige, habe ich mit einem lichtdurchlässigen PG-Filament gedruckt. Und hier drin habe ich einen Lichtsensor verbaut. Wenn ich jetzt Licht ausschalten, dann sieht man, wie sogar bei der lichtschwachen Beleuchtung reagiert der Lichtsensor. Und die Uhr wird heller. Ich habe da die Lichteinstellung mit einem kleinen Papierfetzchen korrigiert. Wenn die Uhr angeschlossen wird und wir keine Verbindung haben, dann leuchtet die blaue LED. Über die IP-Adresse, die ich gerade gezeigt habe, kann man die Uhreinstellung sozusagen vornehmen. Die Uhr zeigt dann auch die aktuelle IP-Adresse. Genau Anleitung zu den Netzwerkeinstellungen können Sie in meinen früheren Videos über Stukan Microclock anschauen. Genau können Sie auch die Stukan ESP Clock einrichten. Die IP-Adresse auf dem ESP Clock bekommt man immer von hinten angezeigt, weil die letzten Ziffern für den Netzwerkverbindung wichtig sind. Ich habe noch einen Wecker integriert, aber zeige ich später. Sobald wir die Verbindung haben, dann sehen wir ja, dass die Uhr 16 Uhr schlägt. Also wir haben jetzt 16 Uhr 11. Das heißt, dass die Uhr jetzt 16 Mal schlägt. Wenn wir jetzt zum Beispiel 2 Uhr haben, dann schlägt die 2 Uhr. Das ist so ein Kuckucksohr. Oder wenn wir zum Beispiel 20 Uhr haben, dann schlägt die um 20 Mal. Naja, also die Lautstärke kann man natürlich auch so, ich auch mit so einem Pepperle korrigieren. Ich zeige euch, wie ich das jetzt gelöst habe. Wie gesagt, das ist ein DIY-Projekt. Jeder zu Hause kann sich so etwas basteln. Mit einem 3D-Drucker kann man sich das Gehäuse ausdrucken. Anschlussschema bekommen Sie auch von mir. Alles, was man dazu benötigt, finden Sie unter dem Video. Jetzt werde ich die Uhr einfach mal auseinanderbauen. So, jetzt wird die letzte Schraube locker. Und ich zeige euch, wie das jetzt alles zusammengeschraubt ist. Tada! Wir sehen, an der Deckel habe ich so eine Halterung gedruckt. Man kann es mit einem Feuerzeug hier anzünden und an den Stelle zukleben. Dann hält das richtig bombenfest. Dann sehen wir hier den Piezo-Summer. Das ist jetzt so einen 5-Volt-Summer. Das ist, wenn wir jetzt hier 5 Volt anschließen, dann piepst er ja. Wir sehen, hier ist das mit dem Compound zugeklebt. Ich vermute, dass da ist die Elektronik drin. Kleben wir es weg, dann weiß man, was ich damit meine. Genau, wo war der Plus hier?
Dann haben wir hier einen Lichtwiderstand, so wie ich das jetzt gesagt habe. Ich habe das einfach mit einem Papierklebeband zugeklebt, damit der Lichtsensor weniger empfindlich wird. Das kann man alles so entweder mit einem Widerstand anpassen oder mit so einem Pepperle. Aber Pepperle ist einfacher. Und man sieht hier einen ESP8266 Mikrocontroller. Hier an der Stelle ist das alles verbunden. Jetzt noch einmal, alles was man dazu mit dem 3D-Drucker ausdrucken muss, das ist das Deckel hier. Die besteht aus zwei solchen Halterungen. Dann haben wir ja 7-Segment-Display und so ein Ring praktisch. Ich habe das Rahmen genannt. Das geht jetzt einfach so drauf und schiebt man das so rein. Hier wird das mit dem Feuerzeug zusammengedruckt. Und das Case an sich besteht jetzt bei mir aus einem lichtdurchlässigen Filament. Sie können ja, wie gesagt, die Uhr können Sie mit einem orangenen Filament drucken. Sie können alles Mögliche nehmen, damit es hübscher und schöner aussieht. Ein sehr schönes Geschenk für die Weihnachtszeit. Man kann es selbstständig bauen und jemandem und dem Liebsten schenken. Fand ich, dass es eine gute Idee ist. Also jetzt zu dem Software. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich schon ein ähnliches Projekt gezeigt, Stukan Microclock. In dem Video, das ich euch gezeigt habe, habe ich euch schon mal gezeigt, wie man so einen Mikrocontroller programmieren kann. Die Installationsanleitungen sind genauso wie bei Microclock. Also Stukan ESP-Clock wird genauso wie Stukan Microclock programmiert. Und die Passwörter passen. Das einzige Unterschied hier sehen wir dann Stukan ESP Clock, nicht Microclock dann in dem Fall. Ansonsten ist alles ähnlich, genauso wie Stukan Microclock. So, jetzt zu dem Archiv. Ich werde unter so ein Schema in die Datei hinzufügen, so wie Sie das alles verbinden sollen. Sie benötigen noch einen WMOS T1 Mini, so einen Mikrocontroller auf ESP8266 Basis. So einen Mikrocontroller programmiere ich mit meinem Software. Das ist jetzt für die zweite Version, die ich euch mal angeboten habe. Können Sie so einen Mikrocontroller bei mir erwerben mit dem neuesten Software. Dann brauchen wir noch einen MAX7219, also ein Display-Modul, 7-Segment-Display-Modul. Dann aktiver Buzzer oder wie heißt das jetzt? Aktiver Zoomer. Es muss unbedingt ein aktiver Zoomer sein, der mit 5 Volt funktioniert. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Zoomer, die angeregt werden. Und Zoomer, die selbstständig sozusagen Signalen, die selbstständig piepsen. Dann brauchen wir noch einen Lichtwiderstand GL55528 zusammen mit 10 Ohm Widerstand. Funktioniert das hervorragend. Es ist sehr empfindlich. Man kann die Helligkeit mit einem Widerstand anpassen oder so wie ich Ihnen schon mal gesagt habe, mit einem Pepperle oder ein bisschen Farbe drauf. Jetzt ganz kurz zu den Unterschieden zwischen den zwei unterschiedlichen Projekten, die ich euch anbiete. In den kostenfreien Projekt sieht man, dass da ein bisschen mehr Werbung von mir. Da haben wir ja WLAN-Anstellungen. Zeit, Server können Sie selbstständig programmieren und Zeitzone. Sie haben natürlich keinen Lichtwiderstand, Sie haben keinen Kuckucksuhr und keine Weckerfunktion. Wenn wir auf Zeit gehen, da ist alles identisch. So wie hier, also das ist jetzt kostenpflichtige Version. In den Setup kann man den Buzzer deaktivieren oder aktivieren. Dann gibt es noch die Weckerfunktion. Wenn ich zum Beispiel 20.15 Uhr programmiere,
dann erscheint so eine Meldung, dass es erfolgreich abgespeichert wurde. Wenn wir jetzt 20 Uhr haben, dann ist das nicht zwei Nullen hier, nur eine Null. Das sieht so aus. Also das funktioniert dann um 20 Uhr klingelt es dann. Und wie habe ich euch gezeigt, und bei den Zeit zeige ich dann 4,8 Version. Hier wollte ich nur noch sagen, also das ist jetzt kostenlose Version. Falls Sie meinen Kanal unterstützen möchten, da können Sie das machen. Schauen Sie auf meine Webseite, weitere interessante Projekte. Ich habe meine Webseite vor kurzem abgedatet. Genau, also ich habe jetzt meine Projekte da. Das ist jetzt der Bitcontroller, das ich programmiert habe. Die ESP-Clock, das, was ich euch heute gezeigt habe. Und RGB-LED-Matrix-Uhr. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Möchte ich euch wärmstens weiter empfehlen. Vielleicht werde ich irgendwann mal ein Video über RGB-Matrix-Clock zeigen. Aber heute habe ich das hier gezeigt. Heute habe ich ESP-Clock für euch. Also in dem Sinne möchte ich euch alles Gute wünschen. Bleibt gesund und munter, Leute. Danke, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ciao.